Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer im Saal und daheim. Justizpolitik im Haushalt, ein ganz wichtiges Thema insofern, als die Rechtsstaatsgarantie hier im Lande repräsentiert wird durch unseren Herrn Justizminister. Und wenn ich mir den Einzelplan 4, über den wir heute hier debattieren wollen, einmal betrachte, erkennt man grundsätzlich erst einmal den Willen, gerade was die Aufrechterhaltung der Rechtsstaatsgarantie betrifft, dem etwas mehr nachzukommen, als es viele Berichte in den Medien aussagen, dass nämlich hier der Bürger den Eindruck gewinnen muss, dass er mit dem Rechtsstaat möglicherweise im Moment etwas hadern sollte. Das drückt sich aus, insbesondere im Vorwort des Erläuterungsbands zum Einzelplan 4, in 8 von 10 Absätzen, die sich ausschließlich mit der Personalsituation an unseren Gerichten befassen. Das drückt sich im Übrigen auch aus in dem zaghaften Versuch, einen Stellenaufwuchs gerade bei den Gerichten, und zwar allen Gerichten, hinzubekommen, was letztendlich dem Spardiktat des Finanzministeriums mehr folgt als dem unbedingten Anspruch, den ich Herrn Minister Kutschaty an dieser Stelle unterstelle, nämlich hier tatsächlich mehr tun zu wollen, als er tun kann, Klammer auf, darf, Klammer zu. Der Aufwuchs von 50 Planstellen im Bereich der Besetzung von Richterstellen und Amtsanwälten, wovon eben 30 Planstellen für Amtsanwälte angesetzt sind, reicht bei weitem nicht aus. Der Deutsche Richterbund spricht alleine für Nordrhein-Westfalen im Bereich der Amtsgerichte, und das bezogen auf die Richterschaft, von 460 fehlenden Richterinnen und Richtern. 460 fehlende Richterinnen und Richter im Bereich der Amtsgerichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Das wird noch überstiegen durch den Bedarf an Richterinnen und Richtern bei den Landgerichten. Also, wenn wir einmal schauen, dass wir vielleicht, und das wirklich grob geschätzt und sehr, sehr vorsichtig angenommen, mit 700 bis 800 Richterstellen in Nordrhein-Westfalen erst wieder auf den Stand kommen könnten, den wir bräuchten, um sagen zu können, dass die Rechtsstaatgarantie in Nordrhein-Westfalen ausgesprochen werden kann, sind wir mit dem Haushaltsentwurf zum Einzelplan 4 jedenfalls zurzeit weit entfernt. Da hilft es auch nicht, 41 KW-Stellen zu streichen, beziehungsweise die KW-Vermerke zu streichen, denn diese Richterinnen und Richter sind bereits im System. Sie sollen nur, was das Streichen der KW-Vermerke angeht, auch im System belassen werden. Das allerdings reicht ebenfalls nicht aus, um die Defizite auszugleichen. Ich würde also hier einmal empfehlen, beziehungsweise es wäre zumindest der Wunsch der Piratenfraktion, dass sich die Landesregierung, vertreten in dem Fall durch den Justizminister, in den nächsten 14 Tagen mit dem Finanzminister noch einmal zusammensetzt und vielleicht nachsitzt, um gegebenenfalls gerade in dem Bereich, den wir in Nordrhein-Westfalen, den wir in der Bundesrepublik insgesamt dringend benötigen, nämlich eine solide personelle Ausstattung der Gerichte, um dem Rechtsgarantieanspruch, den der Bürger hat, einen Ausdruck zu verleihen, wie er den verfassungsmäßigen Rang gebührt. Darüber hinaus ist positiv zu vermerken, dass zumindest im Rahmen der Verpflichtungsermächtigung angesetzt sind, glaube ich, 545 Millionen Euro für die Einführung elektronischer Akte und dergleichen mehr. All das wird ja, wenn ich das richtig verstanden habe, Herr Kamp, jetzt Präsident des Oberlandesgerichts Köln, wohl mit federführend betreuen. Ich glaube, das ist bei ihm in guten Händen, und das Geld wird auch ausgegeben werden müssen, und das schnellstmöglich, damit 2018 entsprechendes auch umgesetzt werden kann. Zusätzliche Aufgaben sind im Haushalt allerdings noch nicht abgebildet. Das sind einmal diejenigen Ausgaben, die noch auf die Gerichte zukommen, in Zusammenhang mit der heute ebenfalls beratenden Änderung des Landesbeamtengesetzes und des Justizgesetzes durch die Wiedereinführung von Widerspruchsverfahren in sehr vielen Bereichen. Da werden auch die acht Planstellen für Richter am Sozialgericht wahrscheinlich nicht ausreichen. Darüber hinaus sind Kosten nicht abgebildet, die in Zusammenhang stehen mit den Änderungen im Bereich des Strafvollzugs und des Jugendstrafvollzugs. Auch da sehe ich im Moment, zumindest im vorliegenden Haushaltsplan, keine entsprechende Berücksichtigung.
Berücksichtigung. Also wir gehen davon aus, unabhängig von den gegebenenfalls von uns noch zur dritten Lesung eingebrachten Änderungsanträgen, dass das Justizministerium hier vielleicht doch noch einmal nachbessert. Bis dahin und mit der Chance, das vielleicht doch noch mal nachzubessern, wird sich die Piratenfraktion hier bei der Abstimmung enthalten. Dankeschön.